Der Fliegenpilz ist kein absolut tödlicher Giftpilz, wie er ganz oft den kleinen Kindern beigebracht wird. Oder auch hier im Wald, wenn man hier mal spazieren geht, gerade letztens jemand getroffen, dann, den echt nur einmal. Also den isst du nur einmal und dann ist es vorbei oder so, das ist Blödsinn. Genauso ist es aber Blödsinn, den Pilz komplett zu verharmlosen. Moin zusammen, mein erstes Video hier auf meinem neuen YouTube-Channel. Ich bin hier im Wald, es ist recht windig. Heute soll es um das Thema Amanita muscaria gehen, das ist der gemeine Fliegenpilz. Und ich möchte euch erzählen, wo man den überhaupt finden kann im Wald, was er für Inhaltsstoffe hat, wie die auf den Menschen wirken, auf Körper und Psyche und was es sonst noch Interessantes zu diesem schönen Pilz gibt. Viel Spaß! So, ich bin jetzt hier im Birkenwald angekommen, sehe auch schon den ersten Fliegenpilz. Und wie gesagt, Fliegenpilze am besten im Birkenwald danach schauen. Im Birkenwald findet man im Normalfall Unmengen Fliegenpilze im Oktober, geht bis Ende Oktober, kann auch schon Mitte September sein. Und wenn es gut nass war im Jahr, ist es auch schon im August soweit. Birkenwald deshalb, weil der Fliegenpilz ein absoluter Birkenbegleiter ist. Der Pilz hat eine Verbindung mit dem Baum, die versorgen sich gegenseitig mit Nährstoffen. Hat für beide Vorteile, ist ein Mykorrhizapilz. Was man hier auch sehr schön finden kann, sind oft Steinpilze, insbesondere wenn Fichten in der Nähe sind oder Buchen. Der Fliegenpilz und der Steinpilz, das sind Partnerpilze, die kommen ganz, ganz häufig zusammen vor. Und was man natürlich hier auch findet, und das ist der Vorteil von dem etwas abgelegenen Birkenwald, hier es kommen kaum Menschen her, das ist der Birkenpilz. Der ist natürlich auch mit der Birke in der Synergie, das ist ein Partnerpilz der Birke und er findet sich auch wirklich nur bei Birken. So, und jetzt geht's los. Wir haben hier den ersten Fliegenpilz. Das ist schon wirklich ein relativ altes Exemplar. Der ist schon gammelig gelb, der fault bald weg. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch einen finden. Da drüben sehe ich direkt einen. Jawohl. Der ist aber auch schon etwas älter. Was man hier bei dem älteren Exemplar sehr schön erkennen kann, man sieht kaum noch auf der Hutoberfläche diese Flöckchen, die der Fliegenpilz normalerweise hat. Die sind hier vom Regen abgewaschen, auch beim Alter abgefallen. Und was man auch schön sehen kann, ist die Farbvariation. Die meisten kennen den Fliegenpilz nur knallrot mit den schönen weißen Flocken drauf. Das hier ist jetzt schon ein orange, fast schon ins gelblich gehendes altes Exemplar. Und der Fliegenpilz hat eine hohe Variation bei seiner Farbgebung. Manchmal wird er auch von Pilzanfängern verwechselt, und zwar mit einigen Täublingsarten. Beim Täubling ist es jedoch so, wenn man unter die Hutoberfläche geht und mit dem Fingernagel einmal über die Lamellen streift, dann brechen die beim Täubling. Beim Fliegenpilz ist es nicht der Fall und man lässt es so sehr, sehr leicht voneinander unterscheiden. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ich hoffe, wir finden eine Gruppe mit kleinen Pilzen und mittelgroßen Pilzen, dass man mal die Unterschiede genauer zeigen kann. Und da drüben, da sieht es gut aus. Oh, ich muss jetzt hier erstmal durchs Dickicht. So, ja wunderbar. Klasse. Das sieht doch toll aus. So. Da haben wir praktisch die Pilze in allen Stadien, in klein, mittel, hier noch schön mit Punkte, auch relativ frisch noch und ganz klein. Und die nehmen wir jetzt gleich raus und dann schauen wir uns mal an, wie man den Fliegenpilz am besten bestimmen kann und was so auffällig an dem Pilz ist. So, dann geht es jetzt los mit der Pilzbestimmung. Ich habe hier verschiedene Größen von Fliegenpilze. Das hier ist ein mittlerer, der ist wie aus dem Kinderbuch, aus dem Märchenbuch, wunderbar. Alle weißen Flöckchen sind noch drauf, schön rot. Dann habe ich hier ein ausgewachsenes Exemplar. Naja, nicht ganz ausgewachsen. Also wenn Fliegenpilz ausgewachsen ist, dann kann sein Hut locker 20, 25 bis 30 cm im Extrem betragen. Also da ist noch viel Platz. Dann habe ich noch einen ganz kleinen. Leider kein Hexenei. Hexenei ist es dann, wenn der Fliegenpilz wirklich noch hier unten drin ist, in diesem Knubbel, und ist noch komplett verschlossen. Und kommen wir erstmal hier auf diesen Knubbel da unten.
Und dem Velum, das man hier sehr schön sieht, das verschließt normalerweise unten den Knubbel. Und der Fliegenpilz, der gehört zu den Wulstlingsarten. Wulstlinge, wie der Name schon sagt, das kommt hier auch genau von diesem Knubbel da unten. Das ist wie so eine Kugel. Und beim Fliegenpilz ist es so, der ist verwandt mit essbaren Pilzen und hochgiftigen Pilzen. Der Fliegenpilz hat zum Beispiel in seiner Familie den Grünknollenblätterpilz, ein absolut hochgiftiger, tödlicher Pilz. Dann den gelben Knollenblätterpilz, der ist wesentlich weniger giftig, aber auch nicht zum Verzehr verwenden, bitte. Dann haben wir noch den Perlpilz, der ist essbar, beliebter Speisepilz. Und eben hier diesen Gift- und gleichzeitig auch Heilpilz, den Fliegenpilz. Ich habe vorhin gesagt, bei den Fliegenpilzen gibt es ab und zu mal Verwechslungen mit Täublingen, wenn die ganz jung sind. Und vor allem, wenn die Farbe und nicht so richtig rot ist und die Flöckchen fehlen. Und woran erkennt man jetzt den Unterschied zwischen einem Täubling und einem Fliegenpilz? Wenn man beim Täubling das hier macht. Hier. Dann wäre das jetzt so spröde, das wird komplett verfallen. Also es wird abröseln beim Täubling. Das hängt mit der Molekülstruktur des Täublings zusammen. Und beim Fliegenpilz bleiben diese Lamellen hier, die sehr schön reinweiß sind, komplett stabil. Und das ist ein absolut sicheres Zeichen, dass ich es hierbei definitiv nicht um Täubling handeln kann. Was auch ist, wenn man den jetzt bricht, den Fliegenpilz, das gibt ein ganz anderes Geräusch. Ne? Ein Täubling, das spröselt auch nicht so. Ein Täubling, der klingt wie so ein Apfel, wenn man den knackt. Und hier auch ein ganz tolles Erkennungsmerkmal, das geht ins Weiße, meistens rein weiß, kann auch leicht gelblich sein. Das ist das lange Velum des Fliegenpilzes. Und dieses Velum, das war halt vorher die Abdeckung von dem Hexenei, aus dem es geboren ist. Hexenei nennt man diesen ganz kleinen Anfang vom Pilz, wenn das nur so ein Knubbel in der Erde ist, ganz weiß. So, und was auch wichtig ist, die Farbvariation. Hier, der ist fast schon ja, gelb. Oben ist er noch orange, rötlich. Während der hier das typische Erscheinungsbild von einem Fliegenpilz hat. Und der Fliegenpilz, das ist einer von den leichtesten zu identifizierenden Pilzen. Also selbst kleine Kinder wissen, wie ein Fliegenpilz aussieht. Und ja, das sind im Prinzip die Haupterkennungsmerkmale. Wulstling, das große, lange Velum. Es ist absolut nicht zu verwechseln mit dem Täubling durch die Lamellen. Manche verwechseln es noch mit dem Kaiserling, aber auf den gehe ich jetzt nicht speziell ein. Und das sind im Prinzip die größten Unterscheidungsmerkmale. Jetzt kommen wir zur Wirkung von so einem Fliegenpilz. Also was ich ganz oft gefragt werde, ist, kann man Fliegenpilze oder Giftpilze allgemein anfassen, ohne Risiko? Und ja, das geht. Es ist kein Problem. In Deutschland gibt es keinen Großpilz, der bei komplett unversehrter Haut ein Kontaktgift überträgt, was irgendwie tödlich wäre oder sonst was. Natürlich sollte man jetzt nicht mit großen Schnittwunden oder aufgerissenen Händen einen hochgiftigen Pilz wie einen grünen Knollenblätterpilz hier zu drücken. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen und es sollte wirklich unter allen Umständen vermieden werden. Der Fliegenpilz ist kein absolut tödlicher Giftpilz, wie er ganz oft den kleinen Kindern beigebracht wird oder auch hier im Wald, wenn man hier mal spazieren geht. Hat letztens jemand getroffen, dann den echt nur einmal. Also den isst du nur einmal und dann ist es vorbei oder so. Das ist Blödsinn. Genauso ist aber Blödsinn, den Pilz komplett zu verharmlosen. So, was man natürlich nicht mit dem Fliegenpilz machen darf, vor allem nicht im Rohzustand, das sage ich hier ausdrücklich, ist generell keine Essempfehlung, der Verzehrsempfehlung ist jedem hier auf eigenes Risiko. Man darf ihn niemals hier so roh essen. Geht nicht. Ist absolut nicht gut. Das ist ein richtig übles Gift, was da drin ist. Ich mache euch jetzt auch mal eine Liste, was alles drin ist im Fliegenpilz. Hier haben wir jetzt die kurze Liste der drei Hauptgiftstoffe im Fliegenpilz. Der gefährlichste davon ist Muscarin, das ist der unterste. Der ist allerdings nur so gering enthalten, dass er kaum erwähnenswert ist. Muscarin an sich ist sehr, sehr giftig und in einigen Giftpilzen letztendlich der Todbringer schlechthin. Beim Fliegenpilz Gott sei Dank nur ganz, ganz gering enthalten.
Dann haben wir oben die Ibotensäure. Ibotensäure ist das Hauptproblem vom Fliegenpilz. Da ist wirklich reichlich drin enthalten. Ibotensäure kann ganz schwere Nebenwirkungen erzeugen, leberschädigend sein, auch langfristig schädigend und in einer Überdosierung letztendlich sogar tödlich enden. Deswegen, also die Nebenwirkungen, die ich gleich noch zusätzlich erwähnen werde, wie Durchfall, Erbrechen und so weiter, sind relativ harmlos gegen diese stark leberschädigende und auch sonstige organschädigende Wirkung von Ibotensäure. Das zweite auf der Liste hier ist Muskimol, und Muskimol ist genau der Stoff, der eine mögliche gewünschte Heilwirkung hat, beziehungsweise der Stoff, der definitiv psychoaktiv ist. Neben den drei Stoffen hat der Fliegenpilz natürlich auch noch weitere Mineralstoffe, die sehr gesund sind, Vitamine und auch ein paar seltene Spurenelemente in sehr hoher Konzentration. Da ist der Klassiker Mangan und, was viel weniger beachtet wird, Vanadium, das aber auch sehr wichtig ist für den Körper. Jetzt habt ihr mal eine Übersicht. Es ist nicht alles Gift, was hier drin ist. Es gibt auch Stoffe, leider ohne großartige an Menschen angelegte Studien, als heilend bezeichnet werden, vor allem positiv in der Psychotherapie wirken. Es gibt ein paar Langzeitstudien dazu und es gibt auch ein ganz tolles Video, das ich euch verlinke. Das ist ein Live-Experiment, wo ihr mal sehen könnt, wie Leute so auf Fliegenpilze reagieren. Ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal nachschauen. Und was hier wichtig ist, geht mit diesem Pilz respektvoll um. Es ist kein hier Happy Hour Party Spaß, den zu nehmen. Und ich empfehle es auch niemandem. Das seid ihr selbst für verantwortlich. Wenn ihr in dem Bezug mehr wissen wollt, kann ich euch auf der kulturellen, traditionellen Basis Wolf-Dieter Storl empfehlen. Der hat hier auch einen YouTube-Channel. Ganz toller Mann, habe auch ein paar Bücher von dem. Oder Christian Retsch. Der ist dann eher für diese schöne Wirkung, positive Wirkung, die er haben kann, verantwortlich. Wichtig ist auch zu wissen, ein Fliegenpilz kann auch das Gegenteil verursachen, also sogenannte Horrortrip. Aber auf das alles möchte ich hier im Kanal nicht näher eingehen. Es soll ja ein relativ kurzes Video werden zum Fliegenpilz. Und es ist auch mein erstes Video. Und da möchte ich noch nicht so ausschweifen. Und nochmal ganz wichtig beim Fliegenpilz: bitte nicht roh essen. Dieser Hauptgiftstoff, der hier enthalten ist. Die Ibotensäure. Die hat ziemlich extreme Auswirkungen auf den Körper und auf die Psyche. Und im Rohzustand ist davon 100% in diesem Pilz enthalten. Im getrockneten Zustand reduziert sich die Menge je nachdem, wie es getrocknet wird, um maximal 30%. Da gibt es ja Studien davon. Allerdings ist es ja so, dass jeder Fliegenpilz, wirklich jeder, ob der jetzt da drüben wächst oder 3 Meter weiter, einen ganz anderen Gehalt hat. Die unterscheiden sich teilweise dramatisch vom Gehalt ihrer Gift- und Heilstoffe. Und wenn man den jetzt hier so einmal reinschieben würde, mir bekäme richtig üble Symptome. Das fängt dann an: Schweißausbrüche, Übelkeit, Erbrechen. Durchfall, hat man die Sprühschiss ganz übel, ja, dann ist, ich habe es zum Glück noch nicht probiert, ich werde es auch niemals roh probieren, und fasst den nicht roh an, fasst ihn wirklich nicht roh an. Also anfassen schon, nur nicht in den Mund nehmen. Und ja, psychisch hat es dann die Auswirkungen, das Ganze führt zu Panikattacken, kann Depressionen auslösen, Psychosen, Angstschübe, also ganz fies, niemals roh im Wald Fliegenpilze essen. Und davor wird auch zu Recht gewarnt, und dafür sollte auch eure Kinder warnen oder Leute, die sich wirklich nicht damit auskennen und irgendwelche Experimente oder schwachsinnige Mutproben machen wollen. Fliegenpilze nicht roh. Ja, was hier beim Fliegenpilz noch relativ verhältnismäßig crazy ist, ist, in Deutschland sterben jedes Jahr zehntausende Menschen, wenn es reicht, wahrscheinlich sind es über 100.000, an den Folgen von langfristigen Alkoholgenuss oder vom Zigarettenrauchen oder einfach nur massivem Übergewicht durch miserable Ernährung. Und an den Fliegenpilzen findet man offiziell keinen einzigen Fall, wo jemand gestorben ist. Ich habe auch nach über 15 Stunden Recherche für dieses kleine Video und unten in der Videobeschreibung den verlinkten Beitrag, der sehr ausführlich zu diesem Thema ist, auf meiner Webseite gebraucht. Und ich habe in dieser ganzen Zeit weltweit keinen Fall von einem Toten, von
gekochten oder getrockneten Fliegenpilzen entdeckt. In einigen Kulturen ist es sogar so, wie zum Beispiel in Japan, in diesem Land wird der Fliegenpilz zum Beispiel gekocht, gibt sogar Kochbücher dafür. In vielen Teilen der Welt wird er von Schamanen genossen, das ist ein traditionelles Heilmittel. Es ist auch gleichzeitig ein Mittel, um auf Reisen zu gehen für so einen Schamanen. Und auch hier, es gibt keine Toten, auch aus diesen Ländern nicht. Und es gibt sogar bei einigen Schamanen Russland, und wahrscheinlich auch woanders, die gute Idee, diesen Pilz so von seinen Giftstoffen zu befreien, dass man ihn gar nicht selbst verzehrt oder zubereitet, soll dann Rentiere diesen fressen und dann wird, ja, vielleicht für unsere Kultur ein bisschen eklig, aber dort ganz normal, der Urin dieser Tiere getrunken. Und das Muskimol, das psychedelisch wirkt, das wird dann über den Urin getrunken. So, das war's mit meinem Pilzvideo zum Fliegenpilz Amanita muscaria. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr unten ein Abo dalasst, die Glocke betätigt. Das ist mein allererstes YouTube-Video und es wird mich echt motivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.